Hi, in dem Video soll es jetzt darum gehen, wie ihr mit Firefox oder Chrome einen hochaufgelösten Screenshot in 4K, 8K oder noch höher erstellen könnt. Dafür müsst ihr nur euren Browser öffnen, eine Webseite aufrufen und in die Entwicklerkonsole gehen. Diese könnt ihr mit F12 öffnen. So, nachdem ihr eure Entwicklerkonsole geöffnet habt, finden wir unten rechts den Button Bildschirmgröße testen. Wenn wir auf diesen gehen, oder alternativ mit Steuerung Shift M öffnen. Das funktioniert aber nur in Firefox. In Chrome muss man zuerst die Entwicklerkonsole öffnen, damit man über Steuerung Shift M die Bildschirmgröße testen Ansicht öffnen kann. Gut, nachdem wir die Ansicht geöffnet haben, sehen wir hier schon, dass unsere Webseite anders dargestellt wird. Über Bildschirmgröße testen kann man die Webseite ja, auf verschiedenen Bildschirmgrößen oder Gerätetypen testen. Das funktioniert soweit auch ganz gut, ist aber nicht hundertprozentig wie auf dem Endgerät nachher. Zumindest sofern ein anderer Browser verwendet wird. Gut. So, hier habe ich jetzt einfach mal auf ein Galaxy S6 umgestellt. Wenn wir jetzt aber einen 4K-Screenshot erstellen wollen, müssen wir auf Liste anpassen gehen und ein neues Gerät hinzufügen. Das können wir machen, indem wir hier unter Geräteeinstellungen ein benutzerdefiniertes Gerät hinzufügen. Das nenne ich jetzt einfach mal Desktop 4K. Gebe dem Gerät eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Entferne die Touch-Gerätesteuerung und setze das Gerätepixelverhältnis, also das Device-Pixel-Ratio, auf 2. Damit wird dann gesagt, dass unser Gerät einen 1920 x 1080 Pixel Bildschirm hat und nachher ein Screenshot mit der doppelten Auflösung gespeichert werden soll. Sprich, dann werden die 1920 x 1080 mal 2 genommen und wir erhalten einen Screenshot mit 3840 x 2160 Pixel. Das Ganze könnten wir jetzt auch auf 4 erhöhen, um einen 8K-Screenshot zu erstellen. Aber jetzt möchte ich erstmal ein 4K-Profil erstellen. Das funktioniert nachher auch für verschiedene Gerätetypen. So, speichern. Und jetzt können wir einmal unseren 4K-Desktop auswählen. So. Das ist jetzt die 1920 x 1080p Ansicht und wir können jetzt hier oben rechts über Bildschirmfoto der Ansicht speichern einen Screenshot erstellen, der unter Downloads gespeichert wird. Damit wird jetzt die aktuelle Sicht aufgenommen. Unseren Screenshot finden wir dann jetzt hier unter Downloads und mit Rechtsklick Eigenschaften kann ich auch gerade einmal zeigen, dass dieser jetzt hier in 4K aufgenommen wurde. Und genau dasselbe kann man dann nachher auch für Mobilgeräte machen, wenn man das möchte. So, das war's dann.